Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 19. September 2022. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, für die, die am Persönlichen interessiert sind, ich war eine Woche in Bayern mit Freunden zum Mountainbiken, aber Altherren-Mountainbiken, um es klarzustellen, war sehr schön. Jetzt bin ich wieder da, arbeite so ein bisschen die Anfragen ab, die ich bekommen habe. Das hier nochmal gesagt, wer mir eine Anfrage stellt, eine freundliche, nette Anfrage stellt, der bekommt auf jeden Fall auch eine Antwort. Und wenn ihr keine Antwort bekommen habt, dann schaut mal in euer E-Mail-Spam-Fach. Da landen leider meine E-Mails öfter. Ja, wie sieht's aus? Also wir kommen ja jetzt allmählich so in die Herbstzeit. Draußen ist es schon ganz deutlich. War auch hier in Norddeutschland kühler und so weiter. Und wir sind ja hier in den Endgraden der Jungfrau. Ne? Die Sonne im 27. Grad der Jungfrau hat halt noch diese Woche bis Freitag in der Jungfrau haben wir noch die Chance, Dinge zu integrieren, aufzuräumen, zu klären, in den Herbst zu vororganisieren. Bevor dann die Sonne am nächsten Freitag, also am 23. in die Waage wechselt, dann haben wir Tag- und Nachtgleiche zum Herbst. Das bedeutet, Tag und Nacht sind gleich lang. Von dort an wird aber dann die Nachtkraft stärker werden als die Tagkraft. Sprich, die Nächte werden länger als die Tage. Es wird dunkler und das fördert dann auch wieder, wir kommen in den Herbst, also ist der Herbstbeginn und fördert aber auch dann wieder die Begegnung im Inneren mit anderen, mit der Sonne in der Waage. Ja, und Merkur ist weiterhin rückläufig. Jetzt ja schon über eine Woche rückläufig. Bleibt Merkur rückläufig noch bis zum 2. Oktober. Heute hier in Opposition zum Jupiter. Zeigt es eben auch, dass in dieser rückläufigen Phase, wo ja manches bei Merkur nicht so läuft, wie wir das gewohnt sind, bestimmte Abläufe können gestört sein auf Reisen, was Verträge anbelangt, größere Kaufvorhaben, technische Dinge. Jeder hat da so seine eigenen Erfahrungen mit dem rückläufigen Merkur. Ich muss zum Beispiel hier heute das erste Video noch ein zweites Mal aufnehmen, weil beim ersten Mal war der Film defekt, deswegen auch ein bisschen später. So ist es halt mit rückläufigem Merkur. Er strapaziert manchmal unsere Geduld, macht auch manchmal die Kommunikation schwierig, und ist auch oftmals so, dass auch die Gedanken eben manchmal sich verirren oder im Kreis laufen. Und dagegen kann man angehen, denn wie jede Konstellation hat auch der rückläufige Merkur seine positiven Seiten. Wir haben die Möglichkeit, bestimmte Denkvorgänge, auch Kommunikation besser zu sehen, deutlicher zu sehen durch die Rückläufigkeit, nicht so wie man früher bei Kassetten manchmal zurückgespult hat, um eine bestimmte gute Stelle bei einem Stück nochmal zu hören. So können wir mit dem rückläufigen Merkur auch eben bestimmte Abläufe gut erkennen. Man kann auch Dinge wieder besser wiederfinden, und bestimmten Dingen eben auf den Grund gehen. Ja, die Venus ist auch sehr interessant. Die Venus steht auch in der Jungfrau wie die Sonne, also eine vorsichtige, eine umsichtige Venus, die ja in der Astrologie im Horoskop für Werte und Beziehung steht. Diese Venus kommt aus dem Quadrat zum Mars am 16., macht morgen früh das Trigon zum Uranus und am Abend morgen den Quinkungsaspekt zum Saturn nicht eingezeichnet. Das heißt, Venus verbindet hier morgen Uranus und Saturn, macht das noch genauer werdende Quadrat zwischen diesen beiden großen Planeten exakt, also verbindet das nochmal. Das heißt, hier werden auch über Werte und Beziehungen und Kontakte und auch ein inneres Selbstwertgefühl werden die Themen von Uranus, Saturn, die uns ja jetzt schon lange begleiten, nochmal deutlich. Dieses einerseits etwas Neues, Venus, Trigon, Uranus bedeutet, geh neue Wege, das wird erfolgreich sein, öffne dich, befreie dich von dem, was dich belastet. Venus, Quinkung, Saturn sagt aber so einfach gibt es nicht. Es gibt auch Gesetze, Mechanismen, die dagegen halten. Ne? Also du musst auch das beachten, nicht alles darf sofort verändert werden und in diesem Zwiespalt stehen wir ja zurzeit.
Ja, und dazu kommt der Mond im Krebs, der ähnlich wie der zum rückläufigen Merkur quasi passt, weil Mond im Krebs macht sich auch gerne sehr viele Sorgen, weil er so emotional ist und weil die Gefühle so nah an der Oberfläche sind. Merkwürdige Stimmungen können aufkommen. Das kann auch aus dem Kollektiv kommen. Und wir müssen uns immer wieder sagen, egal welche Gedanken oder Gefühle da sind, das Problem entsteht immer nur dann, wenn wir uns mit ihnen identifizieren, wenn wir sie einfach durchlaufen lassen. Was leichter klingt, als es zu tun ist, dann haben wir nicht so das Problem. Und gerade Mond im Krebs möchte sich ja so gerne identifizieren, sucht ja Vertrautes, mit dem er sich verbinden kann. Und deswegen vielleicht auch heute und morgen mit Mond im Krebs gute Tage, um vertraute Orte, vertraute Menschen, vertraute Abläufe, die uns ein bisschen mehr Sicherheit geben können in diesen doch nicht einfachen Zeiten. Und man muss da ganz klar unterscheiden zwischen äußerer Wirklichkeit, beispielsweise einer stark erhöhten Stromrechnung, um mal ein Beispiel zu nehmen, und innerer Wirklichkeit, die Sorgen und Gefühle, die wir daraus entwickeln. Nicht? Und so kann es eben sein, dass wir eben einen Berg, ich nehme da mal eine Erfahrung aus meinem Bayer-Urlaub, dass wir einen Berg eben im Prinzip zweimal hochfahren. Nicht? Einerseits haben wir dann beispielsweise die äußeren Probleme und andererseits innerlich noch diese ganzen Sorgen. Und das sollten wir weglassen, gerade bei oder uns darum bemühen, davon loszukommen, gerade bei Dingen, die wir individuell nicht ändern können. Und da nicht sozusagen dann, wie gesagt, den Berg zweimal hochlaufen, sondern lieber unsere Energien in Stärkung unserer inneren Kräfte durch Meditation, gute Gespräche, gute Gedanken, das fördern sollten. Ja, und der Mond ist abnehmend. Im Krebs, morgen am späten Abend, Dienstag am späten Abend geht es in den Löwen und kommenden Freitag ist Neumond. Kommenden Sonntag ist Neumond in der Waage. Soweit heute mein erstes Tageshoroskop. Ich hoffe, diesmal hat die Aufnahme funktioniert. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Montag, einen guten Wochenstart. Morgen bin ich auch wieder da. Bis dahin alles Liebe und tschüss.